Den werde ich dann wahrscheinlich nach dieser Aufnahmesession mal anschreiben. So. Sehr schön. So. Den vorwegglitschen. Achso, ja, Bonus sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist klar. Das war doch so ein Kack-Bonus. Warte mal, da bin ich doch. Ja, nee, ja, ich weiß schon. Ich weiß es. Du musst da erst hin. Ich hab's mir gemerkt. Ha! Manchmal habe ich aber ein Gedächtnis wie ein nicht ganz so dichtes Sieb. So. Wie wäre das jetzt? Ach so, ja, wir fahren gleich. Da könnte ich mir immer noch das eine Leben abholen. Weil ich letztes Mal mitgenommen habe. Genau so. Genau das, Alex. Richtig. Genau so habe ich mir das gedacht. Herrlich. Ich hasse mich dafür. Der hat Crash sich gerade selbst korrigiert, weil ich nicht hundertprozentig drauf war. Sah auch schön aus. Also nochmal. Ich war schneller als die Animation. Ich glaub's nicht. Ja, zum Glück verliere ich da keine Leben, ne? Und sagte ich, wir werden noch Zeit übrig haben, um vielleicht noch ein bisschen rumzugucken. Glaube ich, das nimmt dann doch nicht. Nein! Oh, ich bin nicht lernfähig, ne? Ich bin nicht lernfähig. Das ist doch grausam, was ich hier wieder anbiete. Hallo. Nee. So. Warten. So, jetzt. Gleich da durch. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich will den haben. So, der Rest ist mir ja nicht egal. Den aktivieren. Ich warte noch mal ab, bis es explodiert ist. Nicht, dass es nicht zählt. Okay. Und raus hier. Wir haben sogar das Leben bekommen. Und kriegen sogar noch eins durch unsere ganzen Wumperfrüchte. Und bleiben damit im zweistelligen Bereich. So, jetzt werden wir gleich das Level auf dem normalen Weg beenden. Und nicht, wie wir vorhin die Abkürzung da genommen haben, zur geheimen Challenge. Und wir kriegen sogar einen Akku. Ist das nicht schön? Ich kann nur mal wieder betonen, wie hübsch dieser Käfer ist. Das sieht geil aus. So, das wird. Schön. So, das war unser Akku. Oh, es war knapp. Aber gut. Genau. Ich könnte theoretisch schon wieder den Weg nehmen. Aber diesmal wollen wir den richtigen nehmen. Nee. Mach die Tür bitte auf. Dankeschön. Das sollte auch machbar sein. Ja, komme ich sogar so durch. Da ist der Kristall. So. Sehr gut. Haben wir hier noch was da oben? Nein. Nur einen schönen Käfer. Das war ganz gut. Und wieder ein Checkpoint. War da nicht drauf. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der dann stirbt, aber der vor allem, der Crash. Achso, da ist was zum Aktivieren. Ich weiß gar nicht, was ich damit aktiviert habe, aber. Okay. Also, irgendwas werde ich schon damit aktiviert haben. Die nehmen wir mal mit. Das war knapp. Ich glaube, das Tor wäre bald wieder zugegangen.
Ich wollte eigentlich die Kiste dahinter kaputt machen und dann draufspringen noch auf die TNT. Aber ich konnte das wieder von der Entfernung her nicht richtig abschätzen. Was aktiviere ich damit? Das ist eine große Frage. So. Oh, sind schon ein paar. Naja, so nicht. Da gehe ich jetzt einfach gleich ganz normal lang. Das kann ja auch mal passieren, ne? So. So. Hier drauf. So, hoffentlich alles. Jawohl, sehr schön. Ja, geil. Da haben wir doch wieder ordentlich was erreicht. Ja, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir machen jetzt Engine kaputt. Engine. Mal eben. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas erreichen können. Außer, dass wir jetzt den nächsten Warp Room anfangen. Ich denke, 4 Warp Rooms ist schon ganz in Ordnung für die erste Aufnahme. So, Engine. Dann komm mal her. Wir machen dich fertig. Wie heißt der eigentlich? Dr. Engine, wie ist der Vorname? N? So, du willst ein paar Runden kämpfen? Dann werden wir ja sehen, wer von uns ausgedehnt hat. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob der offiziell Vornamen hat. Oh, läuft. Ich habe da gar keine Ahnung mehr so richtig hier. Da habe ich genau reingefahren, geil. So langsam, aber gerade sagen, muss aber kaputt gehen. Oder? Sehr schön. Okay, Bett ist auch kaputt. Es fehlt nur noch die beiden Arme. Muss ich da hoch? Muss ich drüber? Achso. Das ist natürlich dann. Na, komm her. Okay, der ist weg. Fehlt nur noch sein Arm hier. Sehr schön. So, was kommt jetzt nochmal? Pura. Das ist neu. Das war definitiv neu. Das kannte ich nicht. Okay, jetzt geht's los. So, okay, ist theoretisch nur noch hier die Dönse. Hat er mich getroffen? Sorry. Oh, läuft. Jo. Sehr schön. Fruchtbazooka, feuere Früchte auf ein Ziel, indem du mit L2 die Waffe anlegst
und mit den Richtungstasten zielst und feuerst und drückst. Platsch. Ja, geil. Hat auch wunderbar funktioniert. Aber der war auch gar nicht so schwer. Er hat aber auch weniger gesagt, ne? Also ich weiß, im Original hat er noch irgendwie so eine Drohung zumindest ausgesprochen oder irgendwas gesagt. Hier kam es nicht. Na gut. Merkwürdig, wie die Geschichte sich wiederholt. Engine konnte wieder nicht siegen. Dafür müssen wir dich vernichten. Oh, mir brummt der Schädel. Ich bin im Moment einfach nicht ich selbst. Aber das Ende ist in Sicht. Sammle noch 5 Kristalle und du wirst meinen Plan durchkreuzt haben. Oder nicht. Oder nicht. Sehr schön. Ja, dann haben wir das doch ganz gut gemeistert. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit für diesen Part. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch was erreichen können. Ich gehe mal in die zweite Welt zurück. Ob hier noch irgendwo was war. Irgendwo, wo es 2 gab. Ne. Ich könnte natürlich irgendwo ein Relikt holen. Das ist da hier zum Beispiel. Tomb Time. Da gehe ich mal eben rein, weil da gibt es definitiv 2 Edelsteine zu holen. Und ja, schalte neuen Weg frei, indem du woanders... Blablabla. Ich guck mal. Habe ich hier am Anfang noch was gehabt? Nee. Wir schauen einfach mal. Mal gucken. Können wir noch ein bisschen Leben farmen. Das ist vielleicht eine ganz gute Aufgabe. Achso, hier ist übrigens die Bazooka. Mit der können wir jetzt schießen. Was ist das eigentlich, Munition, die wir jetzt verschießen? Mal kurz gucken. Probier das mal mit dem... Nee. Es wäre eigentlich ganz geil gewesen, wenn jetzt wir so einen Zähler hätten. Also wenn wir jetzt keine Wumperfrüchte mehr hätten, dass wir auch nicht schießen könnten. Aber... Wäre eine witzige Idee gewesen, sag ich mal so. 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 Warum habe ich denn hier so viele Kisten übersehen? Also irgendwas muss ich hier komplett falsch gemacht haben, ne? Habe ich einen kompletten Weg verpasst? Ja, wahrscheinlich brauche ich hier für einen Edelstein den bunten, also irgendeinen farbigen Edelstein, aber dann noch nicht 2. Ah, vielleicht gibt es hier Todesplattformen, das kann natürlich auch sein, ne? Dazu jetzt nicht noch. Das sehen wir dann ja gleich. 1, 2, 3. Das ist gut, den nehmen wir mit. Und die Leben scheinen auch wieder da zu sein, oder? Ich glaube, das war letztes Mal nicht gekriegt, das Leben, aber ich meine doch. Oh, gut. Auf jeden Fall ist es zum Lebenfarmen gerade ganz gut. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Lebensvorrat, wenn ich mit Dave da nächstes Mal aufnehme, weil dann werde ich ja wahrscheinlich noch unkonzentrierter sein bei einem Gastkommentator. Ja, hoffen wir das Beste. So. Okay. Der Affe. Den nehmen wir auch gerne mit. Den nehmen wir natürlich mit den Akkus, klar. Was sagen denn die Kisten? 47, ja. 50, da fehlen natürlich noch einige. Ah. Mir ist gerade nicht sicher. Ich. Wir machen das mal. Okay. Ich mache das Level mal ganz normal zu Ende. Ich bin mir nicht sicher, warum ich jetzt hier gar nichts hatte. Also, ich weiß, ich hatte ja viel zu wenig Kisten. Woran das genau lag, ich kann es nicht mehr sagen. Okay, ich hatte einen Akku. Wow. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so knapp ist. So. Es fehlt immer noch eine ganze Menge. Aber wir haben auch noch einen Akku. Das ist gut. So. Nochmal ein Checkpoint. Also es scheint ja noch ein bisschen was zu kommen hier. Wow. Oh, diesmal klappt es auf jeden Fall sofort hier alles. Es ist merkwürdig, dass es jetzt so nahtlos funktioniert. So, wahrscheinlich bin ich jetzt etwas unbefreit. Keine Ahnung. Ja, da hinten ist Schluss. Naja, also irgendwie habe ich hier das ganz groß übersehen. Ich weiß nicht was. Hm. Ja, es fehlt echt eine ganze Menge. Ja gut,
Aber kriege ich denn direkt zwei? Muss ja. Okay, hier können wir leider nichts mit einheimsen. Ich versuche doch ein anderes Level was zu kriegen. Und ansonsten würde ich dann sagen, beenden wir die Aufnahme. Gut, das war das. Was gab's denn hier noch? Was gab's denn hier noch? Was ist hier? Das war das gerade. 10 war. Midnight Run, okay. Ja, wir könnten nochmal ein Relikt holen, aber. Nee, Relikt will ich eigentlich noch nicht. Schauen wir mal eben hier. Was gab's hier noch? Das war der Orient Express. Boneyard. Soll ich grad. Das. Nee. Fucking Waves. Das können wir doch mal eben schnell machen. Ah, ne, das will ich auch nicht. Kein Wasserlevel jetzt zum Schluss, das regt mich nur auf. Dynamite, das war das mit dem. Ja, scheiße. Ach. Hightime, weiß ich es nicht, wobei. Doch, Hightime musste man eine Plattform. Das probieren wir noch einmal. Da musste ich auch so eine Todeskopf-Plattform da erreichen. Das versuchen wir nochmal eben. Ohne zu sterben, dahin zu kommen. Genau, am Ende des Todeswegs liegt ein besonderer Edelstein. Danke für den Hinweis. Ab und zu sollte man da vielleicht mal lesen. Das probieren wir jetzt noch einmal. Für viel mehr reicht die Zeit auch nicht. Okay, also einfach nicht sterben. Und ich habe noch einen Akku. Das ist ja eigentlich ganz hilfreich jetzt. Leben lassen, den Typen, ne? Das stört ja nicht. Einfach nur vorsichtig jetzt agieren hier, dann klappt das schon. Ah, hier ein bisschen aufpassen. So. Der Checkpoint war jetzt eigentlich fast unsinnig, aber gut. Okay, das hat ganz gut geklappt. Er lässt auf jeden Fall mehr Probleme gehabt. Und wir haben den Akku noch, das ist das Gute. Der ist natürlich jetzt echt von Vorteil. Für solche Geschichten. Oh, nimm mal mit. Ja, komm. Auch das nehmen wir noch mit. Warum denn nicht? Na, wenn wir das Level sowieso nochmal hier angehen. Warum nicht mitnehmen, was wir mitnehmen können hier? Oh, scheiße, das war dieses Kack-Bonus-Ding, ne? Boah, mal gucken. Obwohl, nein, das. Nein, das glaube ich sogar. Ne, das war noch normales, okay. So, mit. Das will ich haben. So, alles eingesammelt. Das klingt so ein bisschen. Als wäre der Vibrationsalarm von dem Handy losgehen. So im Hintergrund ist eine. Miep, miep. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Dabei habe ich gerade. Ne, ich habe mein Handy gar nicht auf lautlos gestellt. Aber aktuell ist auch noch nicht die Gefahr, dass die Tor-App losgeht. Erst so ab 13:30 rum. Für die zweite Liga. Und wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, auch wieder alles im Arsch. Da hinten ist, glaube ich, die Stelle sogar schon. Ich glaube, da hinten ist die Stelle. Ja, da ist sie. Wow, wir haben es geschafft. Okay, dann versuchen wir das nochmal eben zu machen. Mal eben. Und dann kriegen wir vielleicht den lila Edelstein. Sehr gut. Das wäre doch ein schöner Abschluss. Aber wie war denn das? War das jetzt sehr schwer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir zwei Akkus. Okay, warten wir mal kurz ab. Kommen wir hin? Ja, gut. So. Affe. Das ist aber natürlich gut. Das ist nichts passiert und nicht schlecht. So. Okay. Bisher noch keine große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt beschweren will. Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig hänge, mittig. Ja, aber jetzt sieht das sogar einen Schatten. Geil. Okay. Das war ja Pillepalle. Ja, jetzt ohne Scheiß. Das war ja richtig einfacher Todesbau. Ja, geil. Super. Da will ich mich nicht beschweren. Super. Also gut, das lief ja super. Dann haben wir das jetzt geschafft. Und ich habe jetzt bestimmt 5-mal super in einem Satz gesagt. Das ist super. Und, ja.
Ich kann natürlich jetzt noch einmal manuell speichern, weil ich traue natürlich diesem automatischen Speicherkram nicht immer. Gehen wir mal in die Mitte des Raums. Gucken mal, wie viel wir überhaupt haben. Wir haben jetzt 43%. Ich werde das hier noch einmal speichern und haben nochmal 43% wahrscheinlich, oder? Ja. Gut. Ja, wir haben schon 20 Kristalle, 19 Edelsteine. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Klar gab es wieder so ein paar Level, wo ich gedacht habe, ja, Alex, hätte es auch ein bisschen besser machen können und wo ich mich echt doof angestellt habe. Aber, naja, gut. Es ist halt Crash, ne? Und was wollt ihr da verlangen? Also ich bin halt ein bisschen tüdelig bei diesen Spielen. Okay, beim nächsten Mal werden wir uns den fünften Warp Room angucken. Eventuell schon mit dem Dave, wenn wir das zeitlich hinkriegen. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Hoffe, dass ihr dran bleibt. Und würde sagen dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao.